Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren LS13 Mod Vorstellung. Heute zwei Mods, und zwar einmal den Eicher Ladewagen. Baujahr 2013, Ladevolumen 15.000 Liter, Unterhaltskosten pro Tag 10 LS Euro. Und den Eicher Ladewagen, veraltet. Nichts zur Beschreibung. Wo stehen sie? Ja, wie sehen sie aus? Naja. Also irgendwie kann ich mich nicht davon überzeugen, dass einer davon veraltet sein soll. Irgendwie sehen die für mich aus wie ein Glei gleich dem anderen. Ja, einer soll davon zumindest veraltet sein. Wir sind jetzt in einem drin. Naja. So ganz top. Kollisionsmäßig sind sie anscheinend auch nicht. Die Funktionsweise betone ich jetzt mal. Ist schon wieder diese Feuerwehr. Werde und kann ich nicht testen, weil ich gerade kein Gras da habe. Aber ich teste mal, ob sie so generell funktionieren würden. So, zumindest als Anhänger. Mal einen recht billigen Traktor. Ich will mir nicht schon wieder Geld cheaten müssen. Also sonst sieht das Modell auch ganz gut aus. Bis auf das eben der Veraltete alles andere als veraltet aussieht. Ja, ankoppeln lässt er sich. Ah, ja. Klar, jetzt in jedem Fahrzeug dieser Rückspiegel. Also ich nehme mal alles zurück, was ich zum Ducati-Quad gesagt habe. Das sind ja einfach nur die... ist ja einfach nur der Rückspiegel-Mod. G. B. Jetzt an. Nur geht er jetzt gerade hier so nicht. Jetzt geht er wieder. Ja, das ist der Rückspiegel-Mod. Klar. Aber hier geht es um den Eicher Ladewagen, der an sich ganz schön ist. 15.000 Fassungsvermögen, eher was für die kleineren Betriebe. Euch wünsche ich viel Spaß mit dem Mod. Das war's von mir. Ich bin raus. Tschüss.